So, hi Leute. Ich habe noch ein kleines Rätsel gefunden, das ganz nett ist mit Maxima anzusehen. Und das ist Leiterproblem. Das Leiterproblem ist, eine Leiter steht an der Wand. Unten an der Wand steht eine Kiste von einmal 1 Meter. Die Leiter ist 5 Meter lang. Das sieht also praktisch gemalt dann so aus. Das heißt, die Leiter steht an der Wand und lehnt unten praktisch an dem 1 mal 1 Meter großen Würfel. Und die Frage lautet, wie hoch kommt die Leiter an die Wand? So, das könnt ihr gerne, also wenn man es hier so aufmalt, sieht man das ja. So, diese Höhe hier, die nenne ich jetzt mal Y. Das soll die Höhe sein. Das hier unten, die untere Kante, nenne ich jetzt mal X. Das hier ist 1 und das hier ist 1. Und es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, das dagegen zu stellen, so oder so. Und wenn ihr diese Aufgabe lösen wollt, ihr könnt es gerne selbst versuchen, aber ich mache es jetzt mal mit Add Maxima. Und wenn ihr selbst versucht, dann werdet ihr sehen, dass Maxima schon um eine ganze Menge Leistung bringt. So, wir haben hier Maxima einfach mal und wir gehen einfach mal rein und sagen, wir lösen diese Gleichung. Also, das Erste, was wir sehen, ist natürlich, dass wir ein rechtwinkliges Dreieck haben mit y, x und die Leitergröße. Das heißt, wir wissen, dass ich mache das mal irgendwie, wir haben mehrere Gleichungen, deswegen mache ich die Gleichung mal auf. Das heißt, wir haben diese 5 Meter zum Quadrat. Das muss natürlich sein, y zum Quadrat plus x zum Quadrat. Soweit nichts Besonderes. So, jetzt das Zweite. Wir haben zwei gleiche Dreiecke hier und dort, wo man mit der Maus hingeht. Das heißt, sie sind nahe. Das heißt, diese Kante zu dieser Kante muss genauso sein wie diese Kante zu dieser Kante. Ja? Soweit klar. Diese Kante ist natürlich y minus 1. Also, das ist y minus 1. Also, die Kante, die wird hier abgezogen. Durch, no, 1. No. Und das muss gleich sein wie diese Kante, das ist 1 durch x minus 1. Durch x minus 1. So, das wollen wir lösen nach x und y. Und das war's einfach mal. Ich starte das mal. Ups, und da kriegen wir eine schöne Lösung raus. Die ist schon mal ganz nice. Das heißt, wir sehen hier, das ist 5 durch, also y. Und das wollen wir jetzt aber auch numerisch machen. Und das, um das numerisch machen zu können, können wir das zum Beispiel sagen, das ist alcsys, nennt sich das. Das ist eine andere Funktion, alcsys. Und das können wir genauso laufen lassen. Und was bekommen wir da raus? Ups. Axis. Und dann wollen wir es numerisch haben. Okay. Das ist numerisch true. Ich glaube, das ist dann. Jo. Und dann kriegen wir die Lösung numerisch. Und irgendwas stimmt hier nicht, weil die Lösung ist falsch. Ah, machen wir noch Solve. So. Habe ich irgendwo Mist gebaut? 5 Quadrat, y Quadrat, x Quadrat, y minus 1. Ah, natürlich. Das ist natürlich falsch hier. 1 durch. Ah, okay. So wird das was. So wird das auch was mit dem Nachbarn. So, kleiner Fehler. Ich habe das irgendwie erzählt richtig, aber ich habe es nicht gemacht. So, und da kriegen wir jetzt die Lösung. Und wie ihr seht, es gibt verschiedene Lösungen hier. Ups, mal hier mal ein bisschen rausholen, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Die eine Lösung geht ins Negative, das ist natürlich Quark, das können wir nicht benutzen. Die nächste Lösung geht, das eine ist dann x, das ist praktisch unten, 1,2 Meter und die Höhe ist 4,8 Meter. Das ist richtig. Wir können das Ding auch eben andersrum hinlegen, das ist x gleich 4,8. Und y gleich 1,2, das geht. Und hier haben wir wieder eine negative Lösung, die wir nicht brauchen können. Das heißt, wir haben unsere Lösung, nämlich 4,8 Meter. Und wenn wir das, wenn wir es nicht numerisch machen wollen, dann können wir irgendwie, wie gesagt, irgendwie
Numerisch gleich false, also dieses Doppelpunkt, das ist irgendwie steht immer für gleich sozusagen. Ich setze das hier mit einem Komma dahinter, damit das nur hier oben für diese Formel sozusagen wirkt und ansonsten nicht, aber macht das irgendwie anscheinend nicht. Keine Ahnung. So, wir hatten jetzt. Will ich noch mal irgendwie, das war eigentlich schon alles. Diese ganze Formel, die kann man natürlich auch versuchen von Hand zu lösen. Und das ist mal interessant, das können wir mich gerne versuchen. So, nochmal hier zu Hilfe. Also man kann praktisch hier irgendwie eine fette Hilfe aufrufen von. Was ist das denn hier? Quark. So, wir haben hier so fette Hilfe für dieses Maxima, wo eine Einführung dazu kommen, wie das denn alles funktioniert. Und das könnt ihr irgendwie angucken. Dann haben wir irgendwie lauter Funktionen, die dann hier irgendwie laufen. Also hier haben wir die ganzen Sachen, die wir machen können mit Maxima. Da wird alles erklärt. Da sind Sachen drin, die ihr irgendwie so noch nicht habt. Dieses Lösen von Gleichungen, das haben wir jetzt eben schon. Da haben wir irgendwie schon reingeguckt. Und wie das genau funktioniert. Differentialgleichung habt ihr da noch nicht gehabt. Differenzieren werdet ihr noch bekommen. Aber man kann natürlich Polynome irgendwie lösen damit. Man kann zum Beispiel sowas machen wie Expand von x minus y hoch 3. Und da können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ihr seht ihr, da kommt praktisch eine Gleichung raus, die dann irgendwie da ist. Und das können wir natürlich auch wieder zurücknehmen. Wenn man Prozent eingibt, ist immer die letzte Sache, die man ausbekommt. Und so bekommen wir es wieder zurück, wie wir es mal hatten. Na? Das geht irgendwie alles ganz hübsch. Tja, das ist Maxima und ich glaube, ich bin damit eigentlich auch schon durch. Unsere Lösung ist 4,8 Meter. Nett, ne? Gut, bis zum nächsten Mal.